denke, dass Dietmar Hopp es geschafft hat, dass mit seinem autokratischen Gebaren, mit seinen Entscheidungen über die Köpfe vom Trainer hinweg, hat es geschafft, diesen Verein auch wirklich gründlich zu ruinieren. Und ich denke, dass Hoffenheim in der Kader, so wie er funktioniert, ganz schlechte Vibes hat und da auch nicht mehr rauskommt. Die Leute fast eine gewisse Lust verspüren, ihre Abgänge zu provozieren. Ja, weil eben, genau, weil aber auch das ein Verein ist, der eben aus der Retorte kommt und wo so ein Fundus nicht da ist, an Auffangmechanismen. Die sind offensichtlich auch in so einer Schlaufe drin, wo ihnen so ein bisschen irgendwie die Klarheit fehlt, zu erkennen, was wäre jetzt eigentlich notwendig, um in diese alte Erfolgsstruktur zu führen. Das kann ich Ihnen sagen. Ne? Der Prinz Kütt. Aus der Hauptstadt, der Footy Club. Heute mit Florian Haupt, Martin Henkel, Stefan Osterhaus, Moderation Joe Hunter Schmeichel. Ladies and Gentlemen, it's Talk Time! Das deutsche Wort Mannschaft, meine Damen und Herren, benutzen Journalisten überall in der Welt. La Mannschaft in L'Équipe, The Mannschaft in Times, 442 und so weiter. Es muss etwas auf sich haben mit diesem Konzept, 11 Menschen nicht nur als Team, sondern eben als eine Mannschaft zu bezeichnen, wie es die Deutschen tun. Dass das keine Garantie mehr ist in Deutschland, dass es den Mannschaften gut geht, erleben wir momentan in Hoffenheim. 1-7 haben sie gegen den FC Bayern München verloren. Und es sah so aus, als hätten sie gegen ihren Trainer Markus Babbel gespielt. Wir wollen uns heute mal mit der Frage beschäftigen, was Mannschaften ausmacht, die zusammenbleiben und wann es mit den Mannschaften zu Ende geht. Und meine erste Frage an Martin Henkel, was ist in Hoffenheim da genau los? Was passiert? Was ist da los in Hoffenheim? Das ist tatsächlich nicht leicht zu beantworten nach einem 1-7. Also es liegt durchaus nahe anzunehmen, dass sie gegen den Trainer spielen. Aber Markus Babbel ist ja erst seit 5 Spielen, glaube ich. Ich würde eher sagen, sie haben für den Trainer gespielt in dem Fall, weil der, glaube ich, dann nochmal einen alten... Nö, weil der da seiner alten Heimat noch mal ein kleines... Deswegen machen ja viele kleines, Das ist ja tatsächlich ein Gedanke gewesen, den ich kurz hatte. Irgendwie, der Hoffenheim hat weder was zu verlieren noch zu gewinnen irgendwie in dem Spiel. Und die Bayern müssen an Dortmund dranbleiben. Und er hat ja tatsächlich eine sehr mutige Aufstellung gewählt. Also eine Viererkette gegen so schnelle Außenstürmer wie Robben und Ribéry zu stellen, ist gewagt. Auf der anderen Seite ist die... denke ich schon, dass der Kader die Stärke hat, um das auszuprobieren. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum Kern des Problems. Wir haben es mit Hoffenheim zu tun. Die sind vor 2,5 Jahren oder vor 3,5 Jahren grandios aufgestiegen, haben uns mit allerfeinsten Offensivfußball begeistert. Und davon ist halt nichts mehr da. Diese Mannschaft wirkt völlig desolat in sich, kaputt, keine Strukturen. Und man kann verlieren, 1-3, 1-4, 1-5, 1-7. Ist für mich ein deutliches Zeichen, dass der Kader hinten und vorne nicht mehr funktioniert. Es war wahrscheinlich also der Höhe- bzw. Tiefpunkt wirklich einer Entwicklung, die vor, ich denke, also wahrscheinlich so richtig losging in der letzten Winterpause, als mit Luis Gustavo der erste... sozusagen der erste Eckstein dieser grandiosen Aufstiegsmannschaft und Herbstmeistermannschaft gegen den Willen des Trainers verkauft wurde zum FC Bayern von Dietmar Hopp. Und in dem Moment, glaube ich, wo ein Trainer sozusagen, wo ein Trainer dermaßen demontiert ist, Ralf Rangnick ist dann ja auch kurz darauf zurückgetreten, kann man den Laden eigentlich gleich zusperren, weil man da damit ein Signal setzt auch für künftige Trainer. Das war ein komplett ehrloser Auftritt und ich frage mich natürlich auch, Trainer, Mannschaft, haben sich da zwar gesucht gefunden, nach welchen Kriterien ist der gecastet worden? Die Frage muss man ja auch mal stellen. Ich meine, spielt eine Mannschaft gegen den Trainer nach 5 Spielen? Wir haben das natürlich auch bei Hertha BSC gesehen, dass eine Mannschaft nach 5 Spielen offenbar nicht mehr für den Trainer gespielt hat. Michael Skibbe. Michael Skibbe, genau. Aber ich frage mich natürlich auch, was ist da los? Ihre Eingangsfrage, was ist da los? Ich glaube, das wüssten wir auch alle ganz gerne, was da los ist in Hoffenheim. Gar nichts auf jeden Fall ist nichts Gutes los. Ich denke, dass Dietmar Hopp es geschafft hat, dass mit seinem autokratischen Gebaren, mit seinen Entscheidungen über die Köpfe vom Trainer hinweg,
hat es geschafft, diesen Verein also wirklich gründlich zu ruinieren. Also andererseits, er hat sein Lebenswerk, was er Hoffenheim ja mal bezeichnet hat, oder was Hoffenheim mal bezeichnet wurde, was er da mit dem Kopf und mit viel Geduld aufgebaut hat, hat er mit dem Hinterteil in einem Rums umgeworfen. Muss man sagen, großartige Leistung. Ich würde da gerne mal einhaken. Es geht ja eigentlich weniger um Vereine heute, sondern wirklich um also die Elf, die auf dem Platz stehen. Und das ist ja, finde ich, eine sehr, sehr merkwürdige Dynamik, die da reingekommen ist. Also das Spiel unter Ralf Rangnick Ende 2008 gegen den FC Bayern München, wo 18,62 € Hoffenheim dann irgendwie Herbstmeister geworden ist, das war ja irgendwie sowas. Also die Bundesliga wird gehypt und alle haben gesagt, believe the hype, it's right. Es war wirklich, da sind zwei bis an die Zähne bewaffnete Armeen aufeinander losgegangen. Das war ein unglaublich gutes Spiel. Ich war vorher in Hoffenheim, da war also die internationale Presse war vor Ort. Das waren Leute von L'Equipe da, die von Rolf Rangnick da in Grund und Boden geschlaumeiert wurden. Und die waren da und durften wirklich, kamen wirklich in den Genuss der Rangnickschen Demütigung, ja, der dann wiederum auf der Gegenseite seine hervorragenden Englischkenntnisse demonstriert. Da war richtig was los. Also Rangnick war in Topform und das war ja eine der furiosesten Niederlagen, die ich in der Bundesliga je gesehen habe. Das war ja ein Schlagabtausch, das waren auch die besten Klinsmann-Bayern, die ich hier gesehen habe in diesem Spiel. Also da ging es wirklich hin und her, das war eine unglaubliche Intensität, das war der beste Andreas Beck, den es da gab, den Außenverteidiger, der ständig das Spiel hat. Der ist sogar noch da. Andreas Beck, der ist sogar noch da, aber wenn ich Beck sehe, Beck hat ja damals auch immer recht anspruchsvolle und auch belebende Literatur gelesen, also ich glaube, mittlerweile liest er nur noch Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist ein ganz guter Tranquilizer ist. Das ist tatsächlich... Wir haben ja mal vor langer Zeit über den Lauf gesprochen und was wir vielleicht damals vergessen haben zu erwähnen ist, dass Mannschaften in sogenannte Euphoriezonen hineingeraten, in denen dann die sogenannten 120% kommen, also wo weiche Faktoren auf einmal eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also sie sind nicht nur Arbeitnehmer, die ihren Job verrichten, sondern sie sind eine Einheit, sie werden getragen vom Erfolg, sie sind euphorisch. Und diese Euphorie brach zusammen, als Ibisevic verletzt hat, mit 18 Toren in der Hinrunde. Dann hat man vielleicht den ersten Fehler gemacht am Personal, nämlich Boubacar Sanogo wurde dann von der Ersatzbank von Werder Bremen gecastet, der dann irgendwie alles versemmelt hat, was ihm irgendwie zwischen vor die Füße kam. Man wurde zum Schluss dann, glaube ich, noch nicht mal UEFA Cup. Siebter, glaube ich. Und dann hat Hoff angefangen, das Konzept neu zu konstruieren und gesagt hat, das ist mir too much. Das können wir nicht leisten. Wir müssen ein durchschnittlicher Verein werden. Wir müssen auch Spieler verkaufen. Wir müssen an die Finanzen denken. Und die Message, die an die Spieler herangetragen wurde, war, ist, wenn ihr bei uns bleibt, dann werdet ihr nicht mehr als Mittelmaß spielen können. Und dann wird es interessant, weil damit war quasi die Blase durchstochen, in der die sich befunden haben. Wir sehen das, glaube ich, auch bei Leverkusen gerade, dass die Mannschaft eigentlich, sie funktionieren noch. Aber sie schaffen es nicht mehr in die Euphoriezone hinein. Und bei Hoffenheim ist fast noch der schlimmere Fall dabei. Die wollen nicht mehr funktionieren. Nee. Die wollen quasi wird alle weg. Ibisevic ist weg. Sind ja Stuttgart alle weg, verkauft. Ja. Dembaba aus dieser Elf ist zu Newcastle gegangen. Wir haben Ubasi ist bei Schalke gelandet. Carlos Eduardo damals nach Russland verkauft. Und dann hat Salihovic soll zur Hertha, glaube ich. Und das Schöne ist, Salihovic war ja gesperrt für das Spiel jetzt gegen die Bayern intern, weil es irgendwie Stress gab. Es hat unter Stanislavski ja schon Berufsverbotserklärung gegeben gegenüber Firmino und Ubasi, die einfach mal jeweils eine Stunde zu spät zum Training gekommen sind. Und da merkst du, hier greifen Kräfte, die keiner so richtig einschätzen kann, was gerade passiert. Und die in einen absoluten Kreislauf der Selbstzerstörung führen. Und ich denke, dass Hoffenheim in der Kader, so wie er funktioniert, ganz schlechte Vibes hat und da auch nicht mehr rauskommt. Die Leute fast eine gewisse Lust verspüren, ihre Abgänge zu provozieren. Ja, weil aber auch das ein Verein ist, der eben aus der Retorte kommt und wo so ein Fundus nicht da ist, an Auffangmechanismen. Das ist ja anderswo auch gibt, weil es eben lange Traditionen gibt, weil es Dinge gibt, die schon mal anders waren, weil es irgendwo kollektives Wissen und kollektives Interesse um so eine Zukunft gibt von so einem Verein. Das gibt es da ja alles nicht. Ja, also es gibt bei einem anderen Verein, selbst bei jetzt irgendwie sowas wie, ich meine, wir haben einen anderen interessanten Club, immer noch der 1. FC Köln, wo es jetzt auch nicht gerade alles so gut geht, die seit 20 Jahren irgendwie nicht mehr in so eine
Euphoriezone kommen oder keine Mannschaft haben. Also ständig die da reinkommen, aber im Bundesland, die haben zumindest Fallnetze, wo sie immer auf einem Niveau sich noch irgendwie halten. Aber bei Hoffenheim gibt es das nicht. Und da gebe ich dem Kollegen natürlich recht. Das ist eine Untergangslust und das kann dann auch locker ganz bis, wenn das einmal runterrauscht, dann kann das auch, wer weiß, wo das aufhört, runterzugehen. Also. Ich glaube überhaupt, der SFC Köln ist nochmal ein spezieller Fall, weil man hat irgendwo, glaube ich, doch von Seiten der Fans innerlich akzeptiert, dass es zu einer großen Mannschaft nicht reicht. Also berauscht man sich an den kleinen und mittelschweren Dramen, die sich in diesem Verein da ereignen. Man weiß ganz genau, so eine Figur wie Volker Finke, die ist ersetzbar. Ein Trainer ist ersetzbar. Ein Trainer, an dem man gehangen hat, war Frank Schäfer. Das hat man bedauert, aber er ist mittlerweile auch schon vergessen. Also da greifen dann andere Mechanismen in Köln. Also man zelebriert den ständigen Ausnahmezustand. Anders formuliert, der ist 365 Tage im Jahr, ist der Karneval. Der Boulevard macht da mit und da wirken natürlich ganz andere Kräfte. Das ist ja schön, dass es... Dass das einzige Real Madrid von Deutschland, so FC Köln, nämlich in den 60er Jahren genannt, als solcher hat er sich auch selber gesehen, dass er inzwischen beim Karnevalsverein gelandet ist, das glaube ich nicht, dass da alle in Köln Hurra schreien. Also ich glaube, da gibt es schon ein paar Leute, die da gerne noch ein bisschen mehr sehen würden, als das, was da geboten wird. Ja, aber solange man sich auf langweiligen, gehobenen Mittelmaß einrichtet, ist es dann doch lieber, also diese ständige Agonie da zu ertragen. Yes. Das ist dann doch spannender. Ne? Ich meine, das ist ja... Der Entertainment-Faktor ist größer. Ja, es war eine großartige Saison für den Boulevard in Köln, für die Dumont-Blätter und so weiter. Die hatten immer was zu berichten. Da war Remi, Demi, Farad, alles Mögliche. Aber das haben sie noch. Meine Herren, also wir gehen uns hier wieder an die Gurgel. Es geht um irgendwelche rheinischen Karnevalisten. Die fünfte Jahreszeit ist vorbei. Sondern Himmel hilf den lieben Gott. Ein Ding Dong ein. Wenn man Lauf hat, dann geht alles wie von selbst. Ja, wenn man einen Lauf hat, dann geht alles wie von selbst. Es gibt wenig Weiseres. Wir haben ja gerade ein wunderschönes Beispiel im internationalen Fußball mit dem FC Chelsea. Also wo ja eigentlich wirklich was selten nur noch passiert, dass eine Mannschaft wirklich über 7-8 Jahre eigentlich auf 7-8 Positionen so zusammengespielt hat, jetzt eben ein gewisses Alter erreicht hat und... vielleicht auch ein paar Negativerlebnisse hatte und wo ihm genau das passiert, weil diese Mannschaft irgendwie zerfällt, weil die eigentlich nur noch als Block irgendwie auftritt, indem sie verhindert, nämlich irgendwie neue Trainer mit neuen Ideen, indem sie irgendwie destruktiv offenbar wirkt. Aber wo die nicht mehr in diesen Mojo reinkommt, es wahrscheinlich auch nicht mehr kommen kann, weil sie möglicherweise zu alt ist. Und wo dieser ganze Club seit Abramovic mit Millionen und Abermillionen versucht, irgendwie dann neuen Groove reinzubekommen, das aber gar nicht schafft, weil ihn das irgendwie mit reinzieht. Naja, ich glaube, also Chelsea ist noch eine eigene Geschichte. Hoffenheim war nun One-Hit-Wonder. Ich erkläre es Ihnen gerne, also wenn Sie die Minute haben. Chelsea ist eine Mannschaft, die von einem Trainer total dominiert wurde, von José Mourinho. Und wir wissen bei José Mourinho, dass er nichts hinterlässt. Also er ist sozusagen ein Scharfschütze, ein Sniper. Man gibt ihm den Umschlag und sagt, mit den Jungs jetzt die und die Titel in der und der Zeit. Und er schwört sie ja wirklich auf sich ein, wie er das jetzt, also die Mannschaft, ihr Elf gegen den Rest der Welt, das ist wieder das, was bei Real Madrid momentan läuft. Und das funktioniert mal gut und mal funktioniert es nicht, nämlich immer, wenn der FC Barcelona kommt, funktioniert dieses Teambuilding nicht. Ja, aber er hat es halt gecheckt. Er hat, glaube ich, die letzte ganz sublime Wahrheit begriffen, nämlich, ich habe eine Mannschaft, die funktioniert, rein nach formalen Fähigkeiten X. Wenn ich aber nochmal mit den weichen Faktoren wie Euphorie, wie Soldadeska noch 20% drauflege, gewinne ich die Spiele gegen die Leute, die genauso, also die das gleiche Potenzial haben wie ich, die aber möglicherweise weniger sharp sind als ich. Das verbraucht sich aber, weil keiner es mental schafft, sich 3 Jahre lang immer auf dasselbe Ziel zu fokussieren, gerade wenn er es dann auch erreicht hat. Und Pep Guardiola, der ja jetzt beim FC Barcelona vor derselben Frage steht, soll ich denn meinen Vertrag verlängern, hat letztes Jahr gesagt,
Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sich die Mannschaft mit mir langweilen wird und ich werde mich mit ihr langweilen. Das heißt, ich kann keine neuen Impulse setzen. Und ich denke, das ist ein ganz großes Problem. Er hat das ja sogar quantifiziert. Er hat gesagt, 5 Jahre. Ein Zyklus von der Mannschaft sind 5 Jahre. Und das Geheimnis ist doch ein anderes. Ich glaube, beständig ist im Fußball nur der Wechsel. Das heißt, du musst halt die Protagonisten immer austauschen. Jemand, der das wirklich sehr gut gemacht hat, über die Jahrzehnte muss man ja sagen, ist Alex Ferguson mit Manchester United, der ja mehrfach halt eben diese Mannschaft erneuert hat, auch in schwierigen Phasen. Immer wenn die Mannschaft im Begriff war zu zerfallen, hat er auch auf Schlüsselpositionen ausgetauscht, hat immer ein paar Gewährsmänner in dieser Mannschaft behalten, von denen er sich eine Stabilität erhofft hat. Zum Beispiel Brian Giggs, ganz wichtige Figur für ihn. Der sich übrigens und das ist interessant an Giggs, der kann sich sowieso immer motivieren, weil der funktioniert anders. Er braucht nicht diese starken Reizpunkte, sondern der holt die sich ja außerhalb. Ja. Na, gerne mal und da mal nicht. Und ansonsten funktioniert er halt immer. Ja. Aber was ich gerade sage, Juve, können Sie sich erinnern an Ravanelli? Spitzname. Die Weiße Feder und Vialli, die haben nach dem Europapokalsieg Mitte der 90er. Mussten verkauft. Wurden die verkauft zu Chelsea übrigens damals, ganz interessant. Ja. Und jeder hat sich damals gefragt, sag mal, hallo, auf dem Höhepunkt irgendwie ihrer Leistungskraft werden die verscherbelt. Und die haben damals schon gemerkt, den könnt ihr keine Impulse mehr geben. Wir sehen es auch bei Magath-Mannschaften. Sind ja auch so ein Fall in der Bundesliga, wo natürlich durch diesen aufwendigen Prozess, die haben ja noch einen viel kürzeren Zyklus als andere, auch als jede Mourinho-Mannschaft und so weiter. Aber ich glaube, das große Problem, der schafft das in einem Jahr. Das große Problem ist einfach, dass Felix Magath nur 2-mal im Jahr ein Transferfenster hat. Wenn der Magath ein monatliches Transferfenster hätte, dann wäre dieser Mann, ich garantiere Ihnen, wenn der Magath die ganze Saison wechseln könnte, wie er wollte, dann wäre der unschlagbar. Das würde der Das ist doch ein interessantes Beispiel, noch ganz kurz, weil der Name Giggs gefallen ist. Scheint doch so zu sein, auch wenn man bei Barcelona jetzt sieht, gibt es ja auch Spieler, die jetzt schon lange dabei sind. Puyol und Xavi, die auch in beiden großen Mannschaften waren, die Barcelona nämlich hat. Die Ronaldinho-Mannschaft und die jetzige. Und Sie haben Giggs genannt, Scholes könnte man dazufügen. Also scheint doch so, dass, für Leute, die wirklich aus dem eigenen Verein kommen, dass da andere Gesetze gelten. Also dass mit denen sehr wohl möglich ist. Ja, eben alt, aber noch aber mit gut. Da möchte ich mal einhaken. Das ist doch was ganz Interessantes, was zwei deutschen Mannschaften passiert ist, die einst groß waren. Und zwar ist es einmal 1974, der FC Bayern München, die sind Landesmeisterpokalsieger, haben dreimal irgendwie die Meisterschaft gewonnen. Und nun sind sie auch noch Weltmeister geworden, 6 von ihnen. Und Bundesliga machen sie bis 1980 wirklich nur noch, also Elfter und kriegen auch mal ein paar Stück gegen Bielefeld und gegen die Offenbacher Kickers. Und wenn man dann mal so diese Memorialliteratur liest, schreibt Sepp Maier beispielsweise, wir waren ein nervöser Haufen geworden und all unsere Erfahrung hat eigentlich nur gegen uns gespielt, weil wir uns schon so lange kannten, konnten wir uns auch so wunderbar auf die Nüsse gehen und wir konnten uns vielleicht noch für den Europacup 75 und 76, die werden Landesmeisterpokalsieger und in der Liga sind sie die Lachnummer. Also da ist es eben so gelaufen und die waren nicht durch Detmar Kramer zu motivieren. Und ein anderer, finde ich noch interessanterer Fall, ist eigentlich das Schicksal des Hamburger Sportvereins, die sich nicht davon erholt haben, dass sie 1986, 87 Personen wie Manfred Kaltz noch mal einen Vertrag gegeben haben. Und dann ist Ernst Happel, der große Grandhinde Wiener, weg. Und seitdem warten die auf einen Titel. Weil sie, glaube ich, nicht geschafft haben. Und das, was Arnesen ja gerade probiert, diesen großen, eklatanten Umbruch herbeizuführen, indem man sagt, wir sieben alles aus und bringen neue rein. Wir müssen warten, 2-3 Jahre, dann funktioniert das. Allerdings, die haben ja auch ihren Ryan Giggs. Das ist David Jarolim. Und solange du mit David... Früher war es Sergej Barbares. Und solange du den Jarolim quasi nicht aus dem Kader bekommst, kriegst du auch dieses alte Karma irgendwie von der Hacke. Das Problem bei Jarolim ist, den kriegen sie nur mit den Füßen voran. Höchstwahrscheinlich. Der will dann nicht mehr weg. Und der geht nicht mehr weg. Und was noch dazu kommt ist, und jetzt wird es nämlich ganz spannend, Sie haben ja Ferguson vor uns genannt. Ja. Der hat es gecheckt natürlich. Der weiß ganz genau, ich kann auch mal... ein David Beckham irgendwie vom Hof jagen, weil der für das Binnenklima nicht mehr ganz gut ist, weil der ist abgelenkt durch Posh Spice und durch diese ganzen Sachen.
Bei Barcelona scheint sich was Ähnliches anzubahnen, nämlich die Jugendikone Piqué mit den vielen Verträgen mit Mango, einer Modelinie. Mit Shakira zusammen. Hat er eigentlich auch einen Vertrag mit dem Friseur? Höchstwahrscheinlich in der Gute nicht. Gut aussehender Verteidiger, nicht? Gut aussehender Verteidiger, absolut. Ja, und das, es geht das Gerücht, dass Guardiola sagt, Piqué muss weg. Und, interessant, weil Piqué ja schon mal weg war. Auch. Weil also, er auch schon mal wieder, bei Manchester United war. Aber der Guardiola hat es gecheckt, der weiß, er muss neu. Und wenn, gerade wenn diese Mannschaft anfängt, sich außerhalb des Platzes für andere Sachen zu interessieren, fehlt die Sharpness, die du brauchst dort oben, um wirklich die 120% in die E-Zone, in den Lauf reinzukommen, um zu sagen... Ja, also hochinteressant, darf ich ganz kurz sagen, ist ja, dass bei der FC Barcelona ja selbst auch um die Jahrtausendwende komplett weg vom Fenster war. Ja, die waren weg, diese Holländer-Crew, die sich da irgendwie in irgendwelchen Bordellen Schlägereien angezettelt hat. Und die sind jetzt wiedergekommen, also damals erst mit Rijkaard und da ging es dann auch nicht mehr und jetzt unter Guardiola, aber Guardiola scheint irgendwie Einsicht in die eigenen Begrenzungen zu haben. Ja, es ist ganz wichtig, die eigenen Limite zu kennen. Aber Manchester United ist ja wahrscheinlich wirklich das einzige Gegenbeispiel, wo eine Mannschaft jetzt wirklich auch mit mal einem Jahr Ausnahme vielleicht immer auch im Champions-League-Titel oder sowas mitgespielt hat, obwohl sie umgebaut wurden. Ansonsten geht das ja allen so. Also diese eine Kombo lassen wir außer Acht, die eine große Ära hatte. Das ist AC Milan. Ja, ja, eine. Wo halt eben aber auch Erfahrung ein ganz wesentlicher Faktor war, wo er sich halt wirklich eine richtige Söldnertruppe zusammengeschweißt hat. Nee, klar, Herr Osterhaus, eine Ära ja, aber sozusagen mehrere Ehren ohne Unterbrechung aneinander zu ketten. Das schafft eigentlich fast nur Ferguson. Also. Das schafft auch Arsene Wenger nicht. Naja, jedenfalls nicht mit letztem Erfolg. Obwohl er ja am liebsten nur mit 17-Jährigen spielt. Obwohl 17 ist schon ein bisschen alt. Also darf dann auch ein 16-Jähriger sein. Ja, aber immer hat jetzt frisches Blut, aber, Thomas Rosicki, 31, wurde jetzt der Vertrag verlängert, weil er mal 5 gute Spiele gemacht hat. Also, die sind offensichtlich auch in so einer Schlaufe drin, wo ihnen so ein bisschen irgendwie die Klarheit fehlt, zu erkennen, was wäre jetzt eigentlich notwendig, um in diese alte Erfolgsstufe zurückzuführen. Das kann ich Ihnen sagen. Ne? Der Prinz Kütt. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Prinz Peng Poldi. Kennst du ein schönes Karnevalslied, Herr Keller? Ich hab das alles verdrängt. Was bin ich froh, dass ich nicht evangelisch bin. Ich bin evangelisch. 95 Thesen setzen immer viel zu viel. Wir brauchen 100 Thesen und trinken heute viel. Talk's over.